Liebe Hochzeitsgesellschaft, liebe Freunde und Familie, wir sind heute hier versammelt, um dieses wunderschöne Paar zu trauen. Heute reichen sich der Papst und Frau Protestantin die Hände zum heiligen Ehebund vor dem Herrn. Bevor wir fortfahren, möchte ich die hier anwesenden Zeugen vor dem Herrn fragen. Gibt es irgendeinen Grund, warum diese Ehe nicht zustande kommen sollte? Ist jemand dagegen? Hallo, Martin! Ich hab dich schon erwartet! Tritt ein, tritt ein! Ich freue mich, dass du gekommen bist! Endlich können wir reden! Danke für deine Einladung und Glückwunsch zu deiner baldigen Hochzeit. Danke, mein Freund. Allerdings bin ich auch ziemlich überrascht. Wer hätte gedacht, dass Frau Protestantin und du je wieder zusammenkommen? Ihr wart wie Hund und Katze. Wie hast du sie zurückgewonnen? Es nennt sich ökumenische Bewegung. Differenzen werden beiseite gelegt. Alle arbeiten einmütig an demselben Ziel. Friede und Wohlstand für die ganze Menschheit. Klingt toll, Einheit und so weiter. Aber alle Differenzen beiseite legen? Wirklich? Bist du Kompromisse eingegangen, um mir auf dem halben Weg entgegenzukommen? Na ja, sozusagen. Ich habe um Verzeihung gebeten, sollte ich Fehler gemacht haben. Ich habe ihr auch eine friedliche und sichere Beziehung angeboten. Und lasse ihr heute etwas mehr Freiheit. Das hast du schön gesagt. Aber kommen wir zum Punkt. Wie steht es um deine Lehren? Hat sich da irgendetwas geändert? Ach, weißt du, einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Aber sie ist jung und flexibel. Und so macht unsere Beziehung Fortschritte. Also nichts mit Kompromissen. Ich bin mir nicht sicher, ob du ein alter Baum bist oder einfach ein Wolf im Schafspelz. Alles, was ich sehe, ist ein oberflächliches Übertünchen. Martin, mein Freund, hör mir zu. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich weiß, du bist wie ein Vater für Frau Protestantin. Aber hier geht es um viel mehr als dich und mich. Diese Hochzeit ist der Schlüssel zum Weltfrieden. Und ich brauche dich unbedingt an meiner Seite. Gemeinsam können wir die Welt beherrschen. Natürlich zum Wohle aller. Es wird das lang ersehnte Reich des Friedens sein. Du willst, dass ich die Wahrheit verrate für einen zweifelhaften Frieden? Das kann ich nicht. Mein Fundament ist die Bibel und die Bibel allein. Ja, natürlich, die Bibel, die Lehre. Sei nicht wieder der alte Ketzer. Die Welt ist über diese Fragen längst hinausgewachsen. 500 Jahre haben eine Menge verändert. Heute zählt die Erfahrung, nicht irgendwelche Lehren. Du solltest nicht der Letzte sein, der das begreift. 500 Jahre haben vielleicht eine Menge verändert. Aber der ewige Gott ist ja wohl noch derselbe. Die Zeit macht aus Wahrheit doch keine Lüge. Die Reformation war irgendwann nicht mehr aufzuhalten, weil deine Kirche unbiblische Lehren verbreitet hat. Und bis heute haltet ihr denselben Kurs. Wie kannst du Frau Protestantin Frieden versprechen? Ihr wollt zusammengehen und habt nicht einmal die gleiche Grundlage. Es tut mir leid, aber ich kann diese Hochzeit nicht segnen. Du wirst dir das Herz brechen. Aber wir haben dieselbe Grundlage. Wir dienen ein und denselben Herrn. Wir haben ein und denselben Herrn. Christus hat gesagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Vielen Dank, dass du bereit bist, alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit mit mir zu teilen. Aber ich warte lieber auf das Himmelreich, das Reich wahren Friedens. Apropos Friede, was soll eigentlich mit den Leuten passieren, die bei dieser Einheit nicht mitmachen? Ich denke, es ist ein wenig spät für so ernste Themen. Ich habe auch noch einiges vorzubereiten.
Entschuldige mich bitte. Brüder und Schwestern, unsere Differenzen werden wir einmal im Himmel klären. Die Zeit des Protestes ist vorbei. Der Tag der Einheit ist gekommen. Bevor wir fortfahren, möchte ich die hier anwesenden Zeugen vor dem Herrn fragen. Gibt es irgendeinen Grund, warum diese Ehe nicht zustande kommen sollte? Ist jemand dagegen? Ich schreibe dir wie ein Vater seiner Tochter. Ich kann es nicht ertragen, dich wieder unglücklich zu sehen. Er hat sich nicht verändert. Erinnere dich, wie viel deine Freiheit gekostet hat. Ich flehe dich an, wach auf, solange es noch möglich ist.